Über 3600 Menschen sind letztes Jahr auf Deutschlands Straßen gestorben. Damit diese Zahl weiter sinkt, ist besonders in den ersten Minuten nach einem Unfall schnelle Hilfe notwendig, damit Notärzte und Feuerwehren schnell am Einsatzort sind. Was viele nicht wissen, helfen ist Pflicht. Nicht nur als Verkehrsteilnehmer, sondern auch als reiner Passant, wenn ich an einem Unfall vorbeikomme, bin ich verpflichtet zu helfen. Dies sieht auch das Strafgesetzbuch vor. Voraussetzung hierfür ist, dass die Erforderlichkeit der Hilfe gegeben ist und es muss einem auch zumutbar sein. Das heißt, ich muss nur helfen, wenn ich mich persönlich nicht in Gefahr damit begebe oder andere gefährde damit. Bei einem Unfallgeschehen von nahezu 600.000 pro Jahr, allerdings mit endlich leicht sinkender Tendenz, kann man sich vorstellen, in wie vielen Tausenden von Fällen gerade diese goldenen Minuten ausschlaggebend sind. Und da braucht es eben tapfere Männer und Frauen, die zupacken. Man muss sich nicht selbst in Gefahr bringen, doch Hilfe bedeutet auch, die Unfallstelle zu sichern und den Rettungsdienst zu benachrichtigen. Leider ist das nicht für alle eine Selbstverständlichkeit. Wir haben zum Beispiel im Sommer eine Umfrage gemacht zu diesem Thema. Da kam heraus, dass 98% der Befragten ohne zu zögern helfen würden, aber 62% eben nur mit Anlauf oder gar nicht helfen würden. Und 8% haben sogar angegeben, sie würden an dem Unfall vorbeifahren und überhaupt nichts tun. Und wissen Sie, und das ist halt eben das Thema. Man kann natürlich jetzt nicht in der Statistik nachvollziehen bei 4000 Verkehrstoten, wie viel denn hätten gerettet werden können, wenn rechtzeitig Hilfe da gewesen wäre. Wir sind aber absolut überzeugt, dass mehr Zivilcourage und auch mehr einfach Menschennähe in solchen Situationen helfen wird. Er hat Zivilcourage bewiesen. Bernd Appelmann war als erster zur Stelle, als eine Frau auf der Autobahn die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Ja, also ich bin da Richtung Haßfurt eben gefahren und ja, da ungefähr auf der Höhe habe ich das eben mitgekriegt, dass dann da neben mir ein BKW ist und da ins Schlingern kommt. Daraufhin habe ich abgebremst. Und dann ist der BKW vor mir vorbeigeschossen, ist da rechts in die Leitplanke und da vorne links, jetzt da sieht man es, ist die Leitplanke, da ist erneuert, da war das Auto gestanden, da sieht man auch noch wegen dem Brandfleck. Die Gefahr für einen Ersthelfer bei einem PKW-Brand ist zunächst relativ gering, wenn er in der Entstehungsphase des Brandes an die Einsatzstelle kommt. Er ist derjenige, der zuerst an der Einsatzstelle eintrifft, noch weit bevor die Feuerwehr eintrifft. Die Feuerwehr braucht eine Zeit von etwa 10 Minuten, bis sie an der Einsatzstelle eintrifft und dann entsprechend zur Rettung und zum Ablöschen des Fahrzeugs tätig werden kann. Diese 10 Minuten kann jeder Ersthelfer, jeder Passant, jeder Autofahrer dadurch überbrücken, dass er Personenrettung in die Wege leitet, eventuell sogar Löschmaßnahmen in die Wege leitet. Es sollte grundsätzlich für jeden selbstverständlich sein, jemandem zu helfen, der sich in Notlage befindet. Gerade in der Situation nach Verkehrsunfällen, wenn Verletzungen eingetreten sind und großer Schaden besteht, ist es ganz, ganz wichtig, rasche Hilfe herbeizuholen und nicht nur jemanden anzurufen, sondern sofern auch möglich erste Hilfe zu leisten und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, dass keine weiteren Verletzungen eintreten können. Dazu kommt zum Beispiel auch noch die Unfallstelle abzusichern und sonstige Maßnahmen zu ergreifen, dass keine anderen Personen mehr geschädigt werden können. Viele wissen in der Aufregung überhaupt nicht, was zu tun ist. Doch Bernd Appelmann hat alles richtig gemacht. Die Frau hat im ersten Moment gar nicht reagiert, die war geschockt halt wahrscheinlich. Die Fahrerseite habe ich nicht aufgebracht. Dann habe ich gesehen, dass der BKW schräg so von der Leitplanke wegsteht, dass die Beifahrerseite halt frei ist. Dann bin ich ums Auto rum, habe die Tür geöffnet. Und da habe ich dann gesehen, dass vorne im Motorraum schon das Brennen anfängt. Ja, also Angst in dem Fall habe ich nicht gehabt, weil man denkt da irgendwie nicht. Also man handelt einfach nur. Und ich habe die Frau und das Kind eben gesehen und ja, habe die Frau dann noch gesagt, sie soll ihr Kind mitnehmen. Und dann ist sie vom Auto ausgestiegen. Dann hat sie gedacht, das ist alles vorbei. Aber dann habe ich gesagt, wir müssen da weg. Dann habe ich, wie gesagt, die Frau und das Kind da noch 50 bis 100 Meter weggebracht von dem Auto. Und ja, danach habe ich meinen LKW noch weggefahren. Und dann war das Auto schon lichterloh in Flammen gestanden.
Ich habe mir die Geschichte ja gerade angehört. Ich kenne die Geschichten auch aus den letzten Jahren. Das sind allesamt wirklich das, was man mit Fug und Recht als Heldentat oder Heldengeschichte bezeichnen kann. Leider wissen wir nicht, wie viele in ähnlich gelagerten Fällen einfach weitergefahren sind. Sollte ein Verkehrsteilnehmer seiner rechtlichen und moralischen Verpflichtung, einem Hilfsbedürftigen, einem Unfallstelle zu helfen, nicht nachkommen, kann er wegen unterlassener Hilfeleistung mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe belegt werden. Strafen, die Bernd Appelmann nicht fürchten muss. Denn sein Handeln war vorbildlich und wird zu Recht mit einem Preis ausgezeichnet. Es ist mir eine Freude und Ehre, Ihnen als Auszeichnung für Ihre Heldentat diesen Pokal zu überreichen. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank. Respekt. Wünschenswert jedoch ist, dass derart couragiertes und vorbildliches Verhalten für alle Verkehrsteilnehmer die Regel wird. Es war Selbstverständlichkeit, dass man da hilft und dass ich halt die Frau da und das Kind rausbringe. So soll es sein, das ist der Maßstab, den ich mir auf Deutschlands Straßen wünsche.